schon im 19. Jahrhundert gab es in Hohenheim natürlich Frauen. Das waren die Ehefrauen und Töchter der Bediensteten. Es gab auch schon Hilfsarbeiterinnen, auch Sekretärinnen. Aber Führungsaufgaben waren für Frauen nicht vorgesehen. Es ist jetzt eine Frage, warum ausgerechnet an jener Hochschule, die eher national-konservativ eingestellt war, die erste Frau zur ordentlichen Professorin berufen wurde. Also zunächst einmal hatte Margarete von Wrangel bis 1923 schon eine ganz beeindruckende wissenschaftliche Karriere hinter sich gebracht. Und sie hatte in ihren Forschungen ein Thema angeschnitten von geradezu volkswirtschaftlicher Tragweite. Deutschland hatte ein Problem. Nach dem Ersten Weltkrieg ist empfindlich deutlich geworden, dass Deutschland hinsichtlich eines der Grundbestandteile der mineralischen Düngung, nämlich Phosphor, von Auslandsimporten abhängig war, sodass es zu einer Knappheit gekommen ist. Da schlug natürlich die Forschung von Margarete von Wrangel, die versucht hat, die natürliche im Boden vorkommende Phosphorsäure zu mobilisieren, ein wie eine Bombe. Es war nun eine Sache, die die Düngemittelindustrie ganz brennend interessiert hat. Diese Düngemittelindustrie war bereit, über das Reichsernährungsministerium ein Pflanzenernährungsinstitut zu errichten, auf eigene Kosten. Die Bedingung war allerdings, dass die Margarete von Wrangel die Chefin dieses Instituts sein sollte. Ja, man kann sich vorstellen, die Ansichten waren da geteilt. Die Stimmung war zunächst mal eher gegen eine Berufung von Margarete von Wrangel. Zum einen wollte man sich nicht drängen lassen, unter Umgehung eines ordentlichen Berufungsverfahrens mit nur einer Kandidatin da sich erpressen zu lassen. Es kamen aber auch so Argumente, ob denn eine Frau in der Lage sei, ein so großes Institut mit vorwiegend männlichem Personal überhaupt zu leiten. Margarete von Wrangel und auch das Reichsernährungsministerium haben relativ unverhohlen damit gedroht, das Pflanzenernährungsinstitut auch an einem anderen Ort errichten zu können. Welch ein Wunder, die Margarete von Wrangel wurde noch im Jahr 1923 rückwirkend auf den 1. Januar zur ordentlichen Professorin in Hohenheim berufen. Die Berufung war nun aber kein Durchbruch für die Frauen in der Wissenschaft, denn nach ihr wurden nur wenige Frauen zu Professorinnen ernannt. Da darf man ja schon die Frage stellen, was hat denn die Margarete von Wrangel jetzt ausgezeichnet, außer ihrer unbestrittenen Begabung und ihrer wissenschaftlichen Leistung? Da muss doch noch mehr gewesen sein. Das wollen wir in den folgenden Videos einmal näher untersuchen.